nicht nachmachen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der XX Show. Extreme Experimente. Und Freunde, heute haben wir mal wieder eine Folge mit einem Schloss. Das hatten wir ja schon vor kurzem einmal gehabt. Da hat das ja leider nicht ganz so gut funktioniert. Da wollten wir das ja knacken und haben dann versucht, das unter Feuer zu setzen. Aber das hat einfach Widerstand geleistet und ging einfach nicht auf das Teil. Das war auf jeden Fall ziemlich sicher. Heute haben wir genau dasselbe Exemplar. Das heißt, heute wollen wir das jetzt auf jeden Fall geknackt kriegen. Und ich verspreche euch, heute kriegen wir das auch hin. Die Frage ist nur, womit wir das aufkriegen. Dafür haben wir jetzt hier drei Dinge mal vorbereitet. Einen ganz normalen Hammer, einen richtig, richtig dicken Hammer und dann noch die Säge. Die werden wir als letztes benutzen. Erstmal wollen wir versuchen, mit den Hammern das Ding aufzukriegen. Das heißt, einfach draufzuschlagen und zu gucken, was dann passiert, ob wir das Ding irgendwie raufkriegen. Ich habe so die Vermutung, dass das auf jeden Fall wieder ziemlich viel Widerstand leisten wird. Ist ja auch klar, wäre auch schlimm, wenn so ein Schloss nicht sicher bleiben würde. Jetzt gerade ist es offen. Wir werden es natürlich dann verschließen und einfach so tun, als würden wir irgendwas damit beschützen wollen. Und dann schauen wir mal, wie gut das eigentlich dann sicher ist. Und deswegen werden wir jetzt versuchen, mit dem Hammer da erstmal drauf zu schlagen. So, und wir sehen hier, das hat schon funktioniert. Das heißt, das Schloss, das ging schon auf, indem man mit dem Hammer einfach draufschlägt. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass der Hammer das da so einfach geschafft hat. Nach dem dritten Schlag ging das direkt auf. Man sieht auch, dass hier schon leichte Schläge zu erkennen sind. Hier ist auch so ein bisschen was. Aber vor allem ging es darum, dass sich dieses Teil hier gelöst hat. Das heißt, hier ist dann der Knackpunkt, hier ist auch die Schwachstelle von dem Schloss. Wenn man hier drauf schlägt, dann löst sich das ziemlich schnell und dann hat man das Ding auch offen. Also hätten wir das jetzt aufbekommen wollen, um irgendeinen Unsinn zu machen, dann hätten wir es jetzt auf jeden Fall geschafft. Dann könnten wir das jetzt machen. Was ich mich jetzt gerade noch frage, ist, was in dem Teil hier eigentlich drin ist. Also was jetzt hier so drin steckt. Und das werden wir jetzt auch nochmal herausfinden wollen. Das geht natürlich nicht mehr so gut mit dem Hammer. Ich glaube, das Ding hier, das werden wir nicht mit dem Hammer aufkriegen. Dafür werden wir jetzt die Säge mal benutzen. So, Freunde, und da sind wir auch schon wieder und ihr könnt auch schon gerade so ein bisschen sehen, dass sich das Schloss ein bisschen verändert hat. Das sieht jetzt nicht mehr so aus wie vorher. Wir haben jetzt hier noch das Grundgerüst. Das sieht jetzt nämlich so aus, so, ja, hat das nicht mehr viel Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Schloss. Wir haben hier noch den Bügel, der sieht noch einigermaßen aus wie vorher, an dem hat sich nicht so viel getan. Aber hier, das ist jetzt wirklich nur noch ein kleiner Teil von dem ursprünglichen Gerüst. Das ist jetzt hier nur noch so ein Gerippe und als wir dann da drauf geschlagen haben, wir haben da jetzt einmal ein bisschen gesägt und ein bisschen drauf geschlagen, sind viele kleine Teilchen dann da rausgesprungen. Wir sehen hier zum Beispiel das ursprüngliche Schlüsselloch, das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr, wo man jetzt keinen Schlüssel mehr reinstecken kann, also könnte man schauen, bringt nur nichts. Und noch so ein paar andere kleine Teile, die dann ursprünglich dafür da waren, um das Schloss zusammenzuhalten. Hier haben wir auch noch so ein bisschen was, aber die haben sich jetzt alle gelöst. Das heißt, das Schloss, das bringt auf jeden Fall nichts mehr. Und wir haben jetzt hier bei dem Experiment gesehen, dass es auf jeden Fall möglich ist, so ein Schloss zu öffnen, allerdings nicht so gut mit Feuer, das haben wir ja bei der letzten Folge gesehen, das klappt nicht so gut, aber dafür umso besser, wenn man einfach mal draufschlägt. Und Freunde, das war es auch schon wieder von der heutigen Folge der XX Show. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen oder einen Daumen nach oben geben oder den Kanal kostenlos abonnieren und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss!